Jetzt ist Manfred in der Stadt. Geboren irgendwann, bald darauf erste Raps. Viel mehr ist eigentlich gar nicht passiert bis jetzt. Mich kurz mit dem Dasein als Kunstfigur auseinander und mich dann mit der Marketingabteilung zusammengesetzt. Dann der Marketingchefin in den Arsch gepfetzt, weil ich dachte, als Rapper darf man machen, was man rappt. Sie war da anderer Meinung, ich hab sie Grüne genannt. Künstlerische Differenzen, danke. Wir rufen sie an. Warum ruft sie dann eigentlich nicht an, die Frau Sony? Meine Eier sind doch so groß wie der Mond. Ich hab doch alles, was man als Hip-Hopper so braucht. Ein Ego wie ein Baum und Felgen aus Chrom an meinem Polo. Also bin ich losgefahren, um Dr. Dre zu finden und ihm zu sagen, ich wäre der weiße Eminem. Nur blöd, dass der offensichtlich gar nicht in Memphis wohnt und ich mich mit Hip-Hop eigentlich doch gar nicht auskenne. Aber unterm Strich geht's doch nur darum, möglichst glaubhaft der Welt zu versichern, dass man der Beste ist. Wenn ich sage, dass ich der Beste bin, dann klingt das nun mal glaubhaft. Und wenn du das sagst, dann halt lächerlich. Ich weiß ja nicht mal, wer dieser Du eigentlich ist. Wahrscheinlich ein echter Gangster mit Stiernacken und Goldkette oder eine Gang aus gelangweilten Mittelstandskids. Wahrscheinlich sogar die genaue Schnittmenge. Sorry, dass ich kein Interesse für deine Goldkette mitbringe und für dein Auto schon zweimal nicht. Egoman, wie ich bin, interessiert mich nur meine Sicht. Das bedeutet im Umkehrschluss deine nicht. Und um das zu unterstreichen, wird jetzt sogar meine Betonung eigenartig. I never shot nobody, I didn't have to. Zieh den Helm auf, jetzt ist Manfred in der Stadt. Jetzt wird Hip-Hop endlich wieder mehr als nur mein Sack. Manfred hat Hunger, der Zirkus ist satt. Wir schreiben unsere Raps mit der Axt, mit der Axt. Zieh den Helm auf, jetzt ist Manfred in der Stadt. Jetzt wird Hip-Hop endlich wieder mehr als nur mein Sack. Manfred hat Hunger, der Zirkus ist satt. Wir bauen unsere Beats mit der Axt, mit der Axt. Endlich darf man wieder rappen, ohne sich zu schämen. Ich will nicht viel, nur mir die Krone wieder nehmen. Ich fädel das jetzt ein, ich hab's bei Game of Thrones gesehen. Und dann geht's hier wie bei The Sixth Sense. Ich kann tote Menschen sehen. Und schon ein Bleistift später kommt der Schreibtischtäter, um dich zu holen auf stillen Sohlen wie leise Treter. Und auf einmal ist er da und dann weiß es jeder. Ich kann die Scheißreime nicht mehr hören wie Meister Eder. Und schmeiß den Scheiß-Kobold nur für die Metapher an die Wand und dann die Kreissäge an, nur fürs Name-Dropping. Denn im Hip-Hop-Universum hat alles einen Grund. Nur ist der meistens leider ziemlich dumm. Ein zynischer Feldforscher, teilnehmende Beobachtung aus nächster Nähe, dreckig lachend bei der Notschlachtung. Und alle kommen hin und alle kommen um. Das heißt alle außer Manfred, denn der hat nen Helm auf. Alle außer Manfred. Denn der hat nen Helm auf.